Mittwochabend, Punkt 18 Uhr. Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Hier ist RON TV, Ihre Nachrichten für die Metropolregion Rhein-Neckar. Und Silke Beikert gibt Ihnen einen Überblick über die heutige Sendung. Das mache ich sehr gerne. Heute endet die Spargelsaison an diesem 24. Juni. Also bis heute darf Spargel gestochen werden. War eine schwierige Saison, wie sie gelaufen ist. Darüber sprechen wir mit einem Landwirt aus unserer Region, einem Spargelbauer. Und wir sprechen auch über die kommende Handballsaison. 1. Oktober soll sie losgehen, dann auch gerne wieder mit Zuschauern. Wir sprechen darüber mit der Geschäftsführerin der Eulen Ludwigshafen. Das und mehr jetzt bei RON. Wie genau das mit dem Handball dann auch funktionieren kann, das hängt unter anderem auch davon ab, wie es mit den Corona-Entwicklungen weitergeht. Hier ein kleines Update für Rheinland-Pfalz, was ab heute alles gilt. Bis zu 10 Menschen dürfen sich unabhängig von der Zahl der Haushalte treffen. Sport ist mit bis zu 10 Personen ohne Abstand drinnen oder draußen erlaubt. Und im Außenbereich eines Restaurants und bei geschlossenen privaten Feiern kann auf eine Maske verzichtet werden. Außerdem hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute auch gesagt, dass es eine Regelung zu Touristen aus Corona-Hotspots bis zum Wochenende geben soll. Natürlich ist da auch der Blick ein bisschen auf Gütersloh und die Entwicklungen in der Tönnies Fleischfabrik gerichtet. Ja, und wir blicken jetzt mal etwas voraus auf den 19. September. Dann heißt es wieder, wir schaffen was. Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar steht vor der Tür. Und entsprechend laufen da momentan auch schon die Planungen. Natürlich auch unter den Eindrücken der Corona-Pandemie. Und heute haben die Initiatoren und Sponsoren in Mutterstadt über den Stand der Dinge informiert. Klar, die Voraussetzungen werden ein bisschen anders sein als in den Vorjahren. Entsprechend lautet dann auch die Devise, anpacken mit Abstand und Umsicht. Da manche Projekte nur bedingt oder gar nicht angegangen werden können, bemühe man sich um eine angepasste Umsetzung der Projekte. Geplant sind unter anderem das Verschönern von Grünflächen oder das Sanieren von Kitaspielplätzen. Und neu ist, dass es auch digitale Angebote geben soll, auch hier mit dem alten Ziel, das ehrenamtliche Engagement zu stärken. Digitale Aktionen. Gabriele Hartmann von der SAP. Sie sind natürlich auch wie in jedem Jahr fleißig dabei beim Freiwilligentag. Das ist doch eigentlich auch dann genau Ihr Gebiet, digital. Das ist genau unser Gebiet. Und wir sind, ja, ich sag bei allem Übel, was die Corona-Krise gebracht hat, sehen wir das als eine Chance an. Zum Beispiel jetzt beim kommenden Freiwilligentag eben auch ein digitales Angebot bereitzustellen. Und zwar nicht nur, damit man sich digital engagieren kann, sondern dass sich auch Mitglieder von Vereinen digital weiterbilden können. Das ist ja ein Freiwilligentag unter sehr besonderen Voraussetzungen, eben durch die Corona-Pandemie. Wie laufen denn momentan schon die Vorbereitungen? Die Vorbereitungen laufen gut. Ich konnte heute Morgen auf der Pressekonferenz, habe ich den Bürgermeister Schneider aus Mutterstadt kennengelernt. Und Mutterstadt steht stellvertretend für die ganzen Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen. Und da ist es sogar so, dass sogar ohne Werbung schon die Projekte sich füllen. Also ich denke, der Freiwilligentag, den es ja jetzt zum 7. Mal gibt, der ist in der Region so gut etabliert und eingeführt, dass da schon im Geheimen die Vorbereitungen laufen. Und so nach und nach, denke ich, wird man die auch auf der Website sehen. Die SAP ist ja auch von Anfang an dabei, 2008, als der Freiwilligentag aus der Taufe gehoben wurde. Warum ist der Ihnen in der Firma auch so wichtig? Also ich denke, er ist nicht nur, sag ich mal, jetzt für ein Unternehmen wie SAP wichtig, sondern auch für viele andere Unternehmen, für die Kommunen, weil, sind wir mal ehrlich, das Ehrenamt, und das wird ja oft gesagt, ist eigentlich das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und wenn wir das bisher noch nicht begriffen haben, dann jetzt spätestens seit Corona. Und dafür Werbung zu machen, vielleicht auch Leute zum Engagement niedrigschwellig mal einzuladen, vielleicht auch zu machen mit Engagementmöglichkeiten, das war und ist uns sehr, sehr wichtig. Also wer da Informationen braucht, Sie haben es ja selbst auch auf dem T-Shirt www.wir-schaffen-was.de. Da findet man eben all diese Projekte, wo man sich dann auch beteiligen kann. Bei der SAP, wie wird denn da das Ehrenamt gelebt? Also das Ehrenamt oder auch das sogenannte Volunteering, wie es so schön neudeutsch heißt, ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Engagementsäulen. Sprich, wir bieten in unserem Engagement immer Möglichkeiten an, wo sich Mitarbeiter entweder mit ihrem
fachlichen Wissen, beispielsweise wenn es darum geht, Coding-Kurse für Kinder und Jugendliche anzubieten, einbringen können. Genauso wichtig ist es uns aber, dass wir Projekte anbieten können, wo man anpacken kann, wo man zupacken kann, weil gerade in Berufen wie unseren ist es halt auch oft so, dass man das Endergebnis nicht immer gleich sieht. Und wenn man irgendwo anpackt, dann hat man in der Regel am Ende vom Tag ein Ergebnis und nebenbei macht es auch noch Spaß. Das Ehrenamt ist wichtig. 365 Tage im Jahr und vor allem am Freiwilligen Tag, Frau Hartmann. Danke Ihnen und alles Gute weiterhin für die Vorbereitungen. Ich danke Ihnen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Viele hatten ja auch mitgeholfen während der Corona-Krise, gerade in den vergangenen Monaten auf den Spargelhöfen, teils ehrenamtlich, teils gegen Bezahlung. Klar, diese Spargelsaison, die heute offiziell zu Ende geht, die wird vielen in Erinnerung bleiben. Maximilian Peter zieht eine Bilanz. Na, haben Sie dieses Jahr auch viel Spargel gegessen? Vor ein paar Monaten war aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht sicher, wie teuer das Stanggemüse im Handel angeboten wird oder ob überhaupt ausreichend davon geerntet werden kann, um den Spargel zu Hause oder im Restaurant genießen zu können. Wir drehen die Uhr zurück. Auf dem Martinshof in Dudenhofen war die Sorge im März groß. Kommen die internationalen Saisonarbeiter aufgrund der Lockdown-Maßnahmen nach Deutschland und helfen bei der Ernte? Momentan haben die Leute meines Erachtens Angst, nach Deutschland zu kommen, weil sie Angst haben, sie stecken sich hier an und lassen zu Hause ihre Familie im Stich quasi. Muss man auch ein bisschen verstehen. Für uns jetzt natürlich eine schwierige Situation, wenn die Leute zwar fliegen könnten, aber nicht wollen, weil sie Angst vor Corona haben. Mitte April dann die Erleichterung. Die Erntehelfer dürfen und wollen unter Auflagen einreisen und beim Spargelstechen helfen. Heute, am 24. Juni, endet die diesjährige Spargelsaison. Wir hatten vielleicht 20% weniger Leute, aber das war nicht allzu schlimm dieses Jahr, weil wir keine richtigen Ertrags- und Erntespitzen hatten. Das heißt, das Wetter war ja die ganze Zeit gemäßigt, es gab keine Riesenmengen an Spargel oder Erdbeeren. Von daher hat im Grunde alles gepasst. Tim Ballreich blickt trotz der Corona-Krise zufrieden auf die Hochphase seiner Arbeit 2020 zurück. Es ist nicht so schlecht ausgegangen, wie wir das am Anfang befürchtet haben. Wir dürfen uns nicht beschweren. Ich glaube, es gibt Gastronomen, denen ist es schlechter ergangen, aber ja, so einen richtig großen Schritt vorwärts haben wir dieses Jahr nicht gemacht. Die meisten Spargelbauer, darunter die Landwirte der Pfalzmarkt EG, konnten immerhin rund 60% ihrer Ware loswerden. Mit dem Blick nach vorne beginnt nun ein neues Kapitel für den Martinshof. Wir sind entspannt, weil unsere Hauptsaison fertig ist. Ich habe dann demnächst nur noch 10 Leute statt 120 und die dürfen jetzt ganz normal über die Grenzen. Und die 10, die kommen dann aus dem Urlaub wieder und dann machen wir unsere Vorbereitung fürs nächste Jahr. Die Spargelsaison 2021, sie wird kommen, dann aber bitte ohne Corona. In unserer Bürgermeisterserie sprechen wir heute mit Gabriele Flach, der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Maikammer. Frau Flach, also eben hatten wir es vom Spargel, bei Ihnen ist es eher der Wein, die ganzen Weinberge, die Maikammer umgeben. Wie blicken Sie denn da auf die Saison? Ja, die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch hier noch deutlich sichtbar, spürbar, gerade für die touristischen Leistungsanbieter, die natürlich jetzt mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert sind, Hygienekonzepte umsetzen müssen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir trotzdem das ganz gut überwinden werden. Wir hatten ja eben auch bei uns in der Sendung verfolgt, die Neuerungen in Sachen Corona-Entwicklungen, die es ab heute gibt, die gelten für Rheinland-Pfalz. Ist jetzt auch noch die Frage, wie das mit Touristen aus Hotspots aussieht. Maikammer ist ja wichtig, sehr wichtig in Sachen Tourismus, beziehungsweise Tourismus für Maikammer. Wie blicken Sie da in die Zukunft? Ja, sehr optimistisch. Also wir haben eine ganz gute Auslastung jetzt der Betriebe. Unser Schwimmbad trägt da auch dazu bei, was die Infrastruktur angeht. Also insofern haben sich die Betriebe in kurzer Zeit, die Leistungsanbieter, auf die veränderten Rahmenbedingungen einstellen können. Und die Gäste danken es kommen, besuchen die wunderschöne südliche Weinstraße und die Verbandsgemeinde Maikammer. Es sind ja nicht nur diese Themen, die bei Ihnen auf dem Schreibtisch landen, auch andere. Was beschäftigt denn momentan Sie bzw. auch die Bürger Ihrer Verbandsgemeinde? Ja, also ein ganz großes Thema ist natürlich unser Freibad, unser Kalmitbad, was ja überregional Bedeutung hat, über die Grenzen von Maikammer hinaus, 80.000 Besucher. Wir konnten es jetzt trotz aller Widrigkeiten öffnen zum 3. Juni.
und wollen jetzt nach Abschluss der Saison mit dem zweiten Bauabschnitt da beginnen, nochmal schöner machen, Eingangsbereich verschönern. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ein anderes spannendes Thema ist der Digitalpakt an unseren Grundschulen, wo wir jetzt mit den Lehrern, mit den Schülern mal eine Bedarfsanalyse machen, wie wir die Kinder, die Jugendlichen gut mit Software, mit Hardware ausstatten können. Ein ganz anderes Themengebiet, Gemeindeschwester Plus, da haben wir zusammen mit der Stadt Neustadt ein Projekt auf den Weg gebracht vom halben Jahr, wo eine Person eingestellt wurde, die Ansprechpartnerin ist für Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre, die noch nicht pflegebedürftig sind, aber Hilfestellung im Alltag bedürfen. Und es wird sehr, sehr gut nachgefragt, frequentiert, da freue ich mich total. Ja, und ein ganz anderes Projekt nochmal, ganz andere Richtung mit Speyer, mit der Rentenversicherung, wo wir eine digitale Rentenberatung jetzt auf die Bahn gesetzt haben, videobasiert, wo Bürgerinnen und Bürger an verschiedenen Tagen bei uns die Möglichkeit haben, direkt mit einem Rentenberater, mit Speyer zu kommunizieren. Und ein Thema, das Sie mir damals auch gesagt hatten, als wir auf der Rondtour bei Ihnen waren, der Kropsbach, der soll renaturiert werden. Wie sieht es denn da aus? Ja, auch spannend. Also Entwicklungskonzept Kropsbach in der Tat, wo wir uns mal den Verlauf der Welle bis zur Gemarkungsgrenze anschauen. Das sind jetzt erste Vorarbeiten geleistet. Ich bin zuversichtlich, dass wir im nächsten halben Jahr da schon Vorschläge haben werden, was man gegebenenfalls renaturieren kann, wo man gegebenenfalls nochmal eine Durchgängigkeit für Fische, für Lebewesen herstellen kann. Ganz spannendes Projekt. Also läuft weiter und ich bin sehr gespannt auf die Vorschläge, die da kommen. Manche Menschen kennen vielleicht Maikammer noch nicht. Ich meine, klar, wenn man ganz im Osten der Metropolregion wohnt, dann ist es doch schon ein ordentliches Stück zu Ihnen. Warum sollten denn die Bürger nach Maikammer kommen? Es ist eine ganz, ganz lebensfrohe, offene Menschen. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Wie gesagt, unser Kalmit-Bad. Wir haben wunderschöne Wanderregionen. Wir haben die Kalmit, den höchsten Berg im Pfälzerwald, der wirklich immer zum Besuch einlädt. Also ganz, ganz tolle, wirklich Attraktionen. Ich kann nur herzlich einladen, nach Maikammer zu kommen. Wir sind ja auch infrastrukturell toll angeschlossen, direkt mit einer Autobahnabfahrt. Also herzlich willkommen, wirklich gastfreundliche Menschen. Und ja, es ist wirklich Genuss pur hier. Ja, das können wir so auch unterstreichen. Wir waren auch gerne in Maikammer. Frau Flach, danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne, gerne. Tschüss. So, und wir blicken noch kurz nach Mannheim, denn da ist ja die Geruchsbelästigung am Marktplatz schon länger ein Thema. Und nun gab es ein aktuelles Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat. Und die gemessene Geruchshäufigkeit, die liegt in der Spitze bei 20%. Das bedeutet, sie ist doppelt so hoch wie erlaubt. Dieses Thema könnte nun also auch nochmal an Dynamik gewinnen. Weitere Nachrichten haben wir jetzt knackig für Sie zusammengefasst. Schlimme Unfälle. Heute Morgen haben sich gleich zwei schwere Zusammenstöße in der Region Schwetzingen ereignet. Auf der Ketscher Landstraße überquerte ein Radfahrer an einem Radüberweg die Straße. Dabei wurde er frontal von einem Auto erfasst. Obwohl Ersthelfer aus dem gegenüberliegenden Corona-Abstrichzentrum sofort am Unfallort waren, verstarb der Radfahrer. Die Kreisstraße zwischen Ketsch und Schwetzingen blieb für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Währenddessen ereignete sich unmittelbar in der Nähe ein weiterer Zusammenprall zwischen einem Motorroller und einem Auto. Der Zweiradfahrer wurde durch den frontalen Aufprall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Jeder hat ein Recht auf Wasser. Unter diesem Motto hat heute Rolf Stahlhofen die erste Water is Right Refill Station in Mannheim vorgestellt. An dieser kann man sich für je 50 Cent einen halben Liter Wasser zapfen und unterstützt damit Wasserprojekte weltweit. Seit 10 Jahren setzt sich das Mitglied der Söhne Mannheims mit seiner Stiftung für eine gerechtere Verteilung von Wasser ein. Gemeinsam mit dem Quartier Q6Q7, dem Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo und MVV Energie installierte er heute die erste Auffüllstation deutschlandweit. Wir laden die Leute ein, eine Flasche zu füllen, 0,5 Liter, kosten 50 Cent, also ein Liter, ein Euro, und können damit sicher gehen, 10% gehen sofort in die Stiftung. Wir können damit ca. 10 Leute mit Trinkwasser versorgen. 99 weitere Auffüllstationen sollen im Rahmen des Mannheimer Wir-Modells in Deutschland errichtet werden. Streit um zweite Rheinbrücke. Seit heute verhandelt der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof über die umstrittene zweite Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe. Geklagt haben der Naturschutzbund, BUND und die Stadt Karlsruhe. Sie kritisieren unter anderem die Gefährdung von Schutzgebieten und seltenen Tierarten. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann plädiert derweil dafür, die neue Rheinquerung auch für einen Radweg zu nutzen.
Wir sind gleich wieder für Sie da. Dann blicken wir auf die Handball-Bundesliga. Die soll nämlich, so ist der Plan, im Oktober losgehen. Und wir sprechen mit der Geschäftsführerin der Eulen Ludwigshafen, mit Lisa Hessler. Willkommen zurück bei Ron, und es gibt einen neuen Profi im Sport. Florian Elias, nämlich von den Adler Mannheim, der hat nun einen Profivertrag bekommen, der 17-Jährige, und hat eine sogenannte Förderlizenz. Mit der wird er aber erstmal für den Kooperationspartner der Adler, für die Heilbronner Falken, zum Einsatz kommen, um so Spielpraxis in der DEL 2 zu sammeln. Eine wichtige Entscheidung gab es heute auch im Handball für die Bundesliga, denn die soll, und damit halt entsprechend auch die beiden Vereine aus der Metropolregion, die Rhein-Neckar-Löwen und die Eulen Ludwigshafen, am 1.10. wieder auf die Platte gehen. Dann soll die neue Saison starten, dann möglichst auch vor Zuschauern. Das hat das Präsidium in Abstimmung mit den Clubs der beiden ersten Ligen heute in einer Telefonkonferenz beschlossen. Normalerweise würde die Handballsaison im September starten. Ein Termin im Oktober bietet aber größere Chancen auf Publikum und somit entsprechend auch für die Clubs auf Einnahmen. Ein entsprechendes Hygiene- und Betriebskonzept soll in den kommenden Wochen fertiggestellt sein. Das Ende für die nächste Spielzeit ist dann für den 30. Juni 2021 geplant. Dann bleiben wir auch beim Thema Handball, blicken auf die Eulen Ludwigshafen. Kai Dippe, der hat sein Karriereende bekannt gegeben. Der Spieler hat sich nämlich im Training verletzt. Er möchte aber den Eulen Ludwigshafen erhalten bleiben. Und wie genau, das sagt uns jetzt am besten die Geschäftsführerin des Vereins, Lisa Hessler. Also blicken wir erstmal auf Kai Dippe. Was wird denn seine Funktion, seine Tätigkeit in Zukunft sein? Erstmal natürlich schmerzhaft, dass er seine Karriere beendet. Ich glaube, Kai hat die letzten 5 Jahre das Gesicht der Eulen maßgeblich geprägt, und von dem her verkörpert er wie kaum ein anderer auch unsere Werte. Und so finde ich es umso schöner, dass er in die Fußstapfen von Ben Matschke, Frank Müller, Philipp Grimm, Kevin Klier tritt, die alle nach dem Karriereende den Eulen treu geblieben sind. Und so das auch Kai möchte, tun wird und uns da insbesondere im Vertrieb und in der Kommunikation mit Partnern unterstützen wird. Bedeutet für ihn natürlich dann auch eine spannende kommende Saison. Die ist noch mit vielen Fragezeichen versehen. 20 Teams werden es dann sein in der Bundesliga. Es gibt keine Absteiger, aber entsprechend Aufsteiger. Was glauben Sie, kommt da auf den Verein zu? Ja, natürlich. Wir werden 38 Spiele haben, demzufolge aber auch 2 Heimspiele mehr. Das wird von der Belastung her eine andere Hürde sein, auch von der organisatorischen Herausforderung gesehen, dass eben auch die Hallen verfügbar sind, wir in den Hallen spielen können, bestmöglich vor unseren Fans und Partnern, weil dafür spielen wir Handball. Also ich glaube, wir müssen nicht drum rumreden, dass die komplette nächste Saison eine außergewöhnliche wird und in allen Belangen auch herausfordernd. Natürlich wichtig, dass es keine Geisterspiele oder möglichst wenig Geisterspiele gibt, möglichst viele Zuschauer. Wie elementar sind denn die Einnahmen für gerade mal auch kleinere Vereine, wie es die Eulen Ludwigshafen in der Bundesliga sind? Ich glaube tatsächlich, dass unabhängig von der Größe des Clubs nimmt man jetzt die Löwen, die haben dann auch eine ganz andere Kapazität, und von daher fehlen da auch Zuschauereinnahmen und dann wiederum eben auch in einem anderen, in einer anderen Relation, in einem anderen Maß, und von daher trifft es alle Handballclubs, dass für uns Basis unsere Zuschauer sind, wirtschaftlich betrachtet, aber natürlich auch emotional, denn letztendlich leben wir von den Emotionen auf dem Spielfeld und eben aber auch daneben. Wichtig ist natürlich, dass es dann ein Hygienekonzept gibt, das dann auch ordentlich greifen kann. Wie sind da jetzt die Vereine mit eingebunden in der Erarbeitung? Wie geht es da in den kommenden Wochen weiter? Genau, also wir arbeiten ganz, ganz intensiv an Hygienekonzepten, die wiederum dann einerseits sportartenübergreifend auch, aber eben auch für die ganze Liga eine Basis darstellen sollen. Und dann geht es darum, in den Standorten mit den Behörden dann eben auch zu klären, wie kann man es dann in den Arenen einfach umsetzen. Auch das wird gewiss noch sehr, sehr spannend werden. Wichtig ist zumindest jetzt schon mal zu wissen, dass es am 1.10. losgehen soll. Wie sieht der Weg bis dahin aus? Stichwort Vorbereitung. Genau, also wir haben es jetzt auch ab Mai schon geschafft, dass wir zumindest unter Einhaltung der Regeln die Jungs immer 2-mal die Woche, maximal 1 Stunde zusammengeführt haben, sicherlich primär aus Präventionsgründen. Und so ist auch aktuell die Situation noch, und werden dann aber im Juli, ich sag mal, mit der richtigen Vorbereitung wieder beginnen auf die neue Saison, die dann aber auch relativ lang sein wird. Aber da bin sicher, unser Trainer Ben Matschke hat es im Griff, die Jungs da bestmöglich auf die dann 38 Spiele vorzubereiten. Für Sie möglicherweise auch noch ein bisschen Arbeit auf dem Schreibtisch, was Kaderplanung angeht?
Ja, also wir haben jetzt in der kürzeren Vergangenheit ja die ein oder andere Personalentscheidung bekannt gegeben, werden auch die nächsten Tage noch die ein oder andere Personalentscheidung verkünden. Möglicherweise wird aber auch noch ein, zwei Positionen offen bleiben, um einfach abzuwarten, wie die Entwicklung weitergeht. Okay, spannend. Da werden wir also auch noch mal etwas näher dranbleiben, was diese Personalentscheidung dann angeht. Lisa Hessler, erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle und für Sie natürlich dann auch in der kommenden Phase einen kühlen Kopf bewahren. Das ist ein ganz gutes Stichwort, nämlich wie Sie die Wohnung kühl halten, um entsprechend auch kühle Füße, kühle Hände, kühle Köpfe zu haben. Das zeigen wir Ihnen jetzt. Noch ist Fernsehgucken ohne Schweißperlen auf der Nase möglich und Reporterin Denise will, dass das so bleibt. Normalerweise würde ich den Fernseher, wenn ich ihn ausschalte, einfach in den Standby-Modus stellen. Da Elektrogeräte aber Wärmequellen sind und somit Hitze in der Wohnung erzeugen, sollte man sie am besten ganz ausschalten. Auch den Computer und die Lampe macht sie aus, denn Denise versucht, die noch angenehme kühle Temperatur in ihrer Wohnung zu bewahren. Nächster Tipp: Salat schnibbeln statt Nudelwasser kochen. Auch in der Küche kann es schnell heiß werden, denn Herd und Ofen sind Wärmequellen. Die sollten wir, wenn es draußen sowieso schon so warm ist, am besten ganz auslassen. Auf die Waschmaschine kann man im Haushalt nur schwer verzichten, aber... Wenn es draußen so heiß ist, dann sollte der Wäschetrockner am besten ganz ausbleiben, denn auch er ist eine Wärmequelle, die die Wohnung aufheizt. Und mal ehrlich, bei dem schönen Wetter trocknet die Wäsche draußen doch eh am schnellsten. Jetzt aber schnell die Fenster wieder zu und Vorhänge schließen, denn im Hochsommer gilt diese Regel. Richtiges Lüften hilft, dass die Hitze gar nicht erst in die Wohnung gelangt. Am besten nur früh morgens oder spät abends die Fenster aufmachen und wenn möglich weit öffnen, damit auch die kühle Luft hineinweht. Tagsüber bleiben Fenster und Türen dann komplett geschlossen, sagt die Expertin in Sachen Energie. Die Wärme, die gar nicht erst reinkommt, die muss auch nicht wieder irgendwie abgelüftet oder runtergekühlt werden. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Außenjalousien oder Fensterklappläden oder Ähnlichem zu arbeiten, wäre das gut. Mieter haben oftmals nicht die Möglichkeit, da ist mein persönlicher Tipp, einfach ein Tuch von außen reinhängen. Denise hat dann noch einen ganz speziellen Trick. Bei mir scheint frühmorgens direkt die Sonne hier in die Wohnung rein. Und weil ich keine Außenrollos oder Jalousien habe, benutze ich einfach Alufolie und verdecke damit die Fenster, damit die Hitze auch draußen bleibt. Auch wenn es spaßig aussieht, die Folie reflektiert zusätzlich die Sonnenstrahlen und hat so einen echten Kühleffekt. Wer trotzdem verzweifelt ist und am liebsten eine Klimaanlage kaufen würde, dem sagt die Expertin, lasst die Finger davon. Bevor ich zum Klimagerät greife, so ein Kompaktgerät, was Lärm macht, was Energie frisst, was eventuell auch teuer ist und ineffizient ist, würde ich zuerst mit dem Ventilator probieren. Der bringt eigentlich was. Und natürlich unsere Tipps befolgen, die Denise noch einmal zusammenfasst. Damit die Hitze gar nicht erst in unsere Wohnung hineinkommt, gibt es drei einfache Dinge, die wir beachten sollten. Erstens ausreichend und gut belüften, zweitens auf überflüssige Wärmequellen verzichten und drittens ein wirksamer Sonnenschutz an den Fenstern. Denn so können wir auch drinnen einen kühlen Kopf bewahren und den Sommer einfach nur genießen. Muss man natürlich auch nochmal relativieren, Alufolie, die sollte vielleicht schon ein bisschen länger hängen, dass das dann auch energetisch dann sich irgendwie rentiert. Ansonsten ist es vielleicht auch eine kleine Umweltsünde. Hier ist das Wetter. Herzlich willkommen haben wir uns heute in jedem Fall gefühlt, hier im kleinen Dorf Rettichheim in der Gemeinde Mühlhausen. Wir befinden uns am Rande des Rhein-Neckar-Ballungsraumes, von dem man hier tatsächlich wenig merkt. Umringt von Weinbergen ist es einfach nur idyllisch. Wunderschöne Fachwerkhäuser prägen das Ortsbild und ein kurzer Blick in die liebevoll gestalteten Hinterhöfe lohnt sich in jedem Fall. Und an Tagen wie heute juckt es hier sicher den ein oder anderen mal kurz die Hände für eine Abkühlung einzutauchen. Also schauen wir doch mal, ob wir auch in den nächsten Tagen Schattenplätze und kühle Getränke brauchen. Der Hochsommer ist im Ronnland angekommen. Am Donnerstag gibt es aber ein paar kleine Einschränkungen, denn von Osten breiten sich anfangs dichtere Wolken über uns aus. Schauer fallen aber nur selten und nachmittags meldet sich der oft blaue Himmel auch schon wieder zurück.
Nach einer lauen, in Heidelberg und Mannheim auch teils tropischen Nacht, steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu heiße 30 Grad. Im Odenwald werden angenehme 25 Grad erreicht. Der Freitag wird mit bis zu 31 Grad noch etwas heißer. Dazu scheint oft die Sonne, bevor abends erste Hitzegewitter möglich sind. Am Samstag bilden sich in sehr schwüler Luft teils kräftige, gewittrige Regengüsse. Der Sonntag zeigt sich warm und wechselhaft, aber weniger schwül. Was ist heute irgendwie vielleicht gefühlt, aber auch datumstechnisch am weitesten weg? Silke hat es mir gerade gesagt, ich hätte nur nicht dran gedacht. In einem halben Jahr, in 6 Monaten, ist Heiligabend. Ja, also. Puh, und sitzen wir dann mit Maske unterm Baum? Das frage Gute ich Frage mich. Tatsächlich. Ja, wie sieht es dann aus in einem halben Jahr? Daran können wir uns alle dann messen lassen. Tja. Uns gibt es morgen wieder. Ciao. Tschüss.